Ja, der Verband der privaten Krankenversicherung hat 2017 diesen Wettbewerb Deutschlands beliebteste Pflegeprofis ins Leben gerufen. Es gibt ungefähr 1,5 Millionen professionelle Pflegekräfte in Deutschland, die arbeiten in Krankenhäusern, in Heimen, im ambulanten Dienst. Und wenn man mit den Leuten spricht, dann merkt man, dass neben natürlich Arbeitsbedingungen, Bezahlungen auch Wertschätzung etwas ist, woran denen sehr, sehr, sehr gelegen ist und wo wir auch häufig gehört haben, daran mangelt es ein bisschen. Wenn über Pflege berichtet wird, dann häufig in so einem negativen Kontext, da fehlte ein bisschen die Anerkennung. Und das war für uns der Anlass zu sagen, wir rufen diesen Wettbewerb ins Leben, ein Publikumpreis. Es ist keine Bewertung, wir benoten niemanden, sondern die Pfleger und Pflegerinnen, die Azubis werden nominiert von Patienten, die sich bei ihnen wohlgefühlt haben. Von Kollegen, die gerne mit ihnen arbeiten, von Angehörigen. Und dann wird die Bewerbung online gestellt und dann heißt es Feuer frei. Dann wird online von allen, die mitmachen möchten, gewotet. Und so kommen wir zunächst zu unseren Landessiegern. Da gibt es 16, einmal für die Auszubildenden und einmal dann für die Erwachsenenpflegekräfte. Und jetzt haben wir dann im November den großen Bundeswettbewerb. Da küren wir dann die Bundessieger Deutschlands beliebteste Pflegeprofis 2019. Naja, es ist halt eine große Ehre, als Auszubildende so einen Preis verliehen zu bekommen, gerade weil man das halt nicht erwartet. Man gehört zwar mit ins Team dazu auf einer Station, aber halt so einen Preis verliehen zu bekommen für seine Arbeit und die Wertschätzung gezeigt zu bekommen, ist schon enorm klasse. Also für mich ist der Beruf, also an dem Beruf das Besondere, dass ich Menschen helfen kann, dass ich denen in schwersten Zeiten, die ein Mensch haben kann, beistehen kann, mit denen das durchleben kann. Und manchmal, nicht immer, sieht man dann auch die Patienten wieder gesund und dankbar nach Hause gehen. Das ist natürlich nicht immer so in dem Beruf, aber so wünscht man es sich natürlich. Und ja, die Menschen glücklich zu sehen, wenn es denen wieder besser geht und denen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern auf der Station, das macht mich halt glücklich. Also mir machen komplexe Probleme Spaß. Das klingt jetzt zwar ein bisschen scharf, aber es ist ja so. Der Mensch ist ein komplexes Lebewesen. Unser Gesundheitssystem ist komplex und das finde ich interessant und ist so facettenreich.